Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt zu Wii Sports. Ich kann es erklären. Ich brauchte etwas zur Überbrückung, da sowieso Mario Galaxy das einzigste aktive Projekt ist, was ich mindestens jeden Tag bringe. Und Splatoon sowieso irgendwie nur mindestens einmal in der Woche kommt wegen den Updates und ich allgemein irgendwie auch privat irgendwie nicht so richtigen Bock mehr drauf habe. Da habe ich zur Überbrückung einfach spontan Wii Sports rausgesucht. Deswegen habe ich es mir einfach nochmal gekauft, auch wenn ich es damals verkauft habe mit allen Wii-Spielen und mit meiner Wii dazu, weil ich die nicht mehr brauchte, weil ich die Wii U habe. Aber ja gut, hoffe, dass es okay für euch ist und ich gebe mir mal die Mühe, es nicht so langweilig zu gestalten, wie es überhaupt nur möglich ist. Und ich denke mal, so groß war das Projekt jetzt auch nicht, weil wir haben ungefähr nur 6 Parts für uns und ich denke mal, das wird recht schnell vorbeigehen. Also nicht, dass das jeden Tag eins kommt und dann ist es weg, sondern so ein bisschen verteilt, vielleicht so ungefähr wie Sonic Forces, einmal in der Woche oder so oder zweimal in der Woche. Mal schauen. Und ja, wie gesagt, kurz zum Aufbau, wie ich das Ganze so machen werde. Ich werde es so machen, dass wir nach der Reihe durchgehen, immer die jeweilige Sportart, aber nicht nur die Sportart, sondern dass wir als erstes immer Training machen, weil es sind immer 3 Übungen, die machen wir dann also in der jeweiligen Sportart und dann das richtige Spiel. Und dann bei Baseball auch wieder Training und dann das richtige Spiel. Und das bei Bowling, Golf und Boxen werde ich das genauso tun, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Und ich muss mir auch selbst die Frage stellen, ob ich das überhaupt mache, das mit Facecam zu machen oder halt auch nicht. Weil ob sich das überhaupt lohnt oder so, ist überhaupt die Frage. Deswegen, ja, habe ich es jetzt einfach trotzdem gemacht und ja. Und ich werde es auch so machen, sobald das LP-Projekt fertig ist, werden wir die zweite Variante spielen. Also so gesehen den zweiten Teil, wenn man das so nennen kann, Wii Sports Resort. Sei das schon mal gesagt, das werden wir auch machen. Och man, das wird irgendwie lustig, ich weiß nicht. Ich werde mich so richtig dumm anstellen. Naja, wobei das wenigstens gut ist mit Facecam. Ihr könnt wenigstens sehen, wie ich mich so übelst dumm tue beim Bewegen der Wii-Fernbedienung und sonstigen Sachen. Vielleicht wird das auch ein bisschen lustig. Mal schauen. Fangen wir an mit dem Training und ja. Wunderbares Mii. Juhu. Ja. Ach, die müssen wir erstmal freischalten. Ach ja, verdammt. Naja, gut. Das kriegen wir schon hin. Das ist ja keine Sorge. Und fangen wir an mit dem Tennis und nonstop schlagen. Spiele den Ball in die gegnerische Hälfte zurück. Keine Bange. Du brauchst dich nur aufs Schlagen selbst zu konzentrieren. Na, dann ist ja eigentlich auch kein Problem. Ist aber voll lange her, dass ich das mal wieder gezockt habe. Ey, das ist, boah, das ist zigtausend Jahre her, wirklich ohne Witz, ey. Das war, keine Ahnung, 5, 6 Jahre wieder her. Also, aber man sieht, ich glaube, das sind noch Speicherdaten von damals, noch von der SD-Karte, glaube ich. Weil sonst wäre das eigentlich alles zurückgesetzt. Aber naja, gut, wahrscheinlich habe ich 33 Punkte gemacht und das war Silber. Mal schauen, legen wir einfach mal los. Da ist auch gesagt, Wii Sports ist ja auch das erste Game, was ja auch für die Wii U rauskam. Fängt ja gut an. Oh Mann. Ein Punkt. Ich bin noch schlechter. Nee, egal. Ich brauche ein bisschen mehr Platz. Muss ich ein bisschen so machen, damit ich wenigstens ein bisschen Platz habe. Aber ich werde so nah genug ran ans Mikrofon gehen, damit man mich überhaupt noch hören kann. Man kann die Wii-Fernbedienung nicht sehen. Das finde ich ein bisschen schade. Aber soweit ist schon mal gut. 10 Punkte habe ich schon mal geschafft. Und es ist gut, dass er jetzt ein bisschen näher rangeht. Da treffe ich wenigstens. Auch richtig. Ja, also ungefähr die Hälfte konnte ich wenigstens gut machen. Sieht momentan auf jeden Fall gut aus. Auch den Schläger auch.
Und dann auch noch 19. 19 Punkte. Soll ich es noch einmal versuchen? Ach nee, komm. Lass mal das. Machen wir weiter mit dem Schlagtiming. Das wird schon ein bisschen schwieriger. Spiele den Ball in die orangefarbene Zone zurück. Achte auf dein Timing und ziele bei jedem Schlag genau. Oh, ich denke mal, das wird jetzt auch nicht so schwer sein. Aber dieses Feld, wo man das halt schlagen muss, wird halt ein bisschen klein. Also von daher versuchen wir es einfach mal. Ja, das kann man sogar schon sehen. Dadurch wird es halt auch immer schwieriger, auch den Bereich zu treffen. Das sieht in der Cam ein bisschen komisch aus. Ja, am Anfang geht's noch, aber es zieht sich halt immer mehr zurück. Dadurch, dass es auch immer schwieriger wird. Kannst du auch den Ball mal in die andere Richtung schlagen? Wenn das okay wäre. Aber soweit ganz gut eigentlich. So. Krieg ich ja noch mehr als 19 Punkte vielleicht. Auch wenn es eine andere Übung ist, aber okay. Ah, der war ein bisschen knapp. Nein! Oh, das war arschknapp. Okay. Es läuft gut. Noch. Aber es zieht sich halt noch kleiner, ne? Ja, ja. Oh, Mann. Ah, bis jetzt stelle ich mich sogar recht gut an. Ach du Kacke. Ja. Ah, knapp, aber ging noch rein. Nein, nein, nein. Wie viel habe ich denn überhaupt gemacht mal? Oder ist Rekord zufällig? Geil. Geil. Das ist auch schön. Machen wir direkt weiter, komm. Mit Zielscheiben. Das ist ja eigentlich auch voll easy. Ah, jetzt habe ich das nicht gelesen. Verdammt. Was? Mein Rekord war 9 Punkte? Nee, komm, das wird geschlagen. Das wird geschlagen, komm. Hä? Soll schon schlagen, ne? Nein, nein, chill, 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 chill. Nicht so schnell. Nein! 3 Punkte. Das ist ja übelst erniedrigend. Nee, nochmal, 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 komm. Ist das... Nee, komm. Ich bin zu schnell. Ich bin zu schnell. Das kann nicht sein, Mann. Ich bin einfach nur zu schnell dafür. Ach, Mann. Scheiße. Vielleicht mal hochschießen vielleicht. Bringt das ja was. Ah, das bringt schon was, ne? Nicht so schnell und so. Ah, den hätte ich auch treffen können, ne? Der ist wieder ein bisschen zu schnell. Der Ball ist wieder ein bisschen zu schnell. Man muss ja auch drauf achten, ne? Nicht so immer wieder auf die Mauer zu treffen, weil ihr seht ja selber, dass der wird dann nach einer Weile dunkel und der ist leicht zerbrechlich hier. Deswegen muss man dann aufpassen, dass der Ball nicht durch so ein Loch durchgeschossen wird, deswegen... Oh, Mann. Schieß den Ball hoch. Dankeschön. Boah, da war aber knapp hier. Komm schon. Oh, es wird immer mehr, ey. Das Loch wird immer mehr. Komm, jetzt schieß. Nein. Ja, egal. Ich habe wenigstens mehr als 9 Punkte geschafft. Yay. Yay. Und? Das gibt schon Silber. 16 Punkte? Gibt's nicht nach Gold sogar Platin oder so? Naja, gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt normales Game hier am Start. Und, muss mich auch hier wieder ein bisschen eingewöhnen, ne? Es ist echt lange her. Und wir machen es so, wir machen zwei einzelne Runden. Weil ich euch
nach der Runde, wenn wir dann damit fertig sind, euch noch ein kleines Secret zeigen möchte. Vielleicht wisst ihr es schon, vielleicht. Mal schauen. Aber wir werden hier erstmal loslegen, hier ein Spiel. Ja, wir lassen es so, wir machen jetzt keinen Bot dazwischen oder so. Ich kann auch hier gegen mich selbst spielen, aber das lassen wir mal an der Stelle. Nein! Neustart! Mann, war das dämlich. So, jetzt aber. What? Ich habe gerade mal 500 und ich darf gegen Pros spielen, die über 1000 Spielniveau haben. Sag mal, hakt's noch? Mit 800, 900 wäre es vielleicht noch okay, aber... Nein, komm, egal, komm. Der Aufschlag ist immer am wichtigsten. Wenn man so ein gutes Timing hat beim Aufschlagen, kriegt man sogar noch einen Schmetterball hin. Aber das... Meistens schaffe ich das, aber irgendwie auch nicht immer. Das kommt manchmal vom Timing her drauf an. Aber... Manchmal sind auch die Bots manchmal ein bisschen, sagen wir mal, die Computergegner, CPU-Gegner, wie auch immer, mal ein bisschen dreist. Vor allem auf der vorderen Seite. Die schlagen nämlich auch nicht immer. Aber wenn sie mal schlagen, dann ist es ein bisschen dreist manchmal, dass man manchmal nicht mehr an den Ball rankommt. Aber so weit geht's eigentlich. Ich glaube, das sieht in der Facecam so richtig dumm aus. Nein, jetzt habe ich mich nicht konzentrieren können. Ganz kurz. Aber egal, ich habe den ersten Punkt. Nice. Und vielleicht kriege ich es ja jetzt hin. Also es ist eigentlich egal, wie er aufschlägt. Entweder die Wii-Fernbedienung nach oben und dann so zuschlagen. Oder halt nur mit dem A-Knopf. Also ist eigentlich voll egal. Ah, mal schauen, ob ich es jetzt hinkriege. Ah, verdammt. Warum kriege ich es jetzt nicht mehr hin? Hat aber, wie gesagt, auch was mit dem... Timing zu tun. Na komm schon. Ja, schön Zeit lassen, ne? Ja, das meine ich. Das ist so selten, ne? Und dann, wenn zugeschlagen wird, boah, übel spontan. Ja! Das meine ich, das ist so krank manchmal. Na komm schon, gib auf. Ihr schwitzt ja schon. Das ist übrigens die Andeutung, wenn die CPUs schwitzen, dann bedeutet das einfach, dass sie jederzeit dann einfach irgendeinen Fehler machen können. Das sei jetzt schon mal gesagt. Und jetzt vielleicht mal? Ja! Hat was mit dem Timing zu tun. Nein, eigentlich nichts mit dem Timing, sondern wenn der Ball an der höchsten Stelle ist. Und dann zuschlagen, dann bekommt ihr so einen Schmetterball. Aber die CPUs machen dann selten den Fehler und schießen den Ball ins Aus. Das ist nur am Anfang. Später leider nicht mehr. Oh, hätte er ausgewesen, oder? Boah, der war knapp. Komm, die Chance. Nice. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Und nochmal. Na, aber nicht ins Aus. Schade. Darauf haben sie keinen Bock drauf. Und die Chance. Nein, verdammt. Und... Verdammt, kommt schon. Ihr schwitzt ja schon, ihr könnt ja nicht mehr. Oh, der war gut. Der war richtig gut. Der war richtig gut. Ich hab's euch gegeben. Aber wir machen ja noch ein Spielchen. Und da zeige ich euch mal dieses kleine Secret. Aber das könnt ihr nicht hier machen, sondern müsst extra rausgehen. Und nochmal ins Spiel rein. Ab dem Moment... Ich glaube jetzt ab, okay. Müsst ihr einfach, ich zeige es euch einfach. Für diejenigen, die es nicht wissen. Bevor ihr loslegt, bei diesem Bildschirm. Eins, oder okay, halte ich es überhaupt richtig? Eins und zwei gedrückt halten und dann passiert etwas. Warte mal, vielleicht kriege ich es hin. Nee, jetzt. Und dann passiert Folgendes. Das Trainingsfeld quasi. Warum auch immer, aber man hat durch Drücken von 1 und 2 die Möglichkeit, in diesem Trainingstennisfeld zu spielen. Wie auch immer. Deswegen... Ja. Also wer das noch nicht wusste, der weiß es jetzt. Wer es schon wusste, ist halt so. So. Aber... Es ist eine gute Option, aber mit Publikum ist ein bisschen mehr irgendwie.
Weil hier wäre es so komplette Stille irgendwie, habe ich irgendwie so das Gefühl, okay, ist auch so oder so, aber trotzdem. Deswegen mag ich das Tennisfeld, sage ich jetzt mal, mit Publikum ein bisschen besser. Ja, brauche ich nicht zu schießen, es war safe aus, also von daher muss ich auch nichts weiteres tun auf jeden Fall. Und dann passt das schon. Oh, oh, ja. Ey, als ob. Als ob. Ja, ist klar, komm. Ich schmetter euch jetzt rein, ne? Ah, leider nicht ins Aus. Haben sie keinen Bock drauf, ne? Aber auf den Punkt. In your face. Komm. Als ob. Ja, okay, der aber. Ja, geil. Richtig, richtig gut. So, jetzt. Verdammt. Ja, wenn du dann so eine Weile zockst, hast du so ein bisschen Spielerfahrung gesammelt. Also vom Niveau her, von diesen Punktzahlen her, triffst du halt auf größere Bots, die ein bisschen mehr was können. Was war das? Habe ich mich so richtig dumm angestellt, ne? Ist klar. So, jetzt aber. Nee, aber ich mach extra einen hohen Ball, um ein bisschen Zeit zu sparen. Nehmen extra Zeit, ein bisschen Zeit zu bekommen. What the? Okay, der Ball war ja richtig kacke. Komm, man spielt keine Bälle mehr so hoch, Mann. Kann doch nicht sein. Was ist denn los? So, ich gebe dir jetzt eine. Bam. So. So macht man das hier. Und nicht anders. Ah, Schmetterballen haben sie keinen Bock mehr drauf, in den ins Auszuschießen. Was hätte ich da tun sollen? Was hätte ich da tun sollen? Betrug. Verdammt. Kommt schon. Ich will gewinnen. Okay, den Vorteil habe ich auf jeden Fall schon. Was ich eigentlich noch nicht erwähnt habe, ist eigentlich diese Punktzahl. 15, 30, 40. Nach dem letzten Punkt 50 hat man dann gewonnen. Bis heute weiß ich gar nicht, wofür diese Aufteilung ist. Nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder so, sondern 15, 30, 40 und so. Keine Ahnung warum, weiß ich bis heute immer noch nicht. Also, wer das weiß, kann mir ja gerne mal Bescheid geben, wofür das überhaupt eigentlich ist. Wofür diese komische Punktzahl überhaupt und nicht andersrum und nicht normal oder wie auch immer. Oh, richtig dreist! Ah, das wäre jetzt ausgegangen. Selbst schuld. Ho, was für Bots. Scheiß programmiert, wollte ich mal sagen. Hm, ja. Okay. Habe ich doch noch reagiert, den vorne mal zu treffen. Verdammt. Aber ihr schwitzt schon. Also könnt ihr nur jederzeit einen Fehler machen. Ach du Scheiße. Nein. Verdammt. Ah, komm schon. Gebt einfach auf, das ist das Besseste für euch. Ja, gut. Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und wieder eine Runde gewonnen. Sehr schön. Spielerfahrung für 605. Nein, ich will dich nochmal. Wir hören auf für diesen Part. Und ich würde sagen, wenn es euch irgendwie dennoch gefallen hat, vielleicht ja irgendwie an der Stelle, dann lasst es mich gerne über einen Daumen hoch wissen. Und falls ihr neu auf diesem Kanal seid, auch gerne mal ein Abo da lassen, mit Glocke aktivieren, um keine Videos zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zu einer weiteren Partie in Wii Sports, das wohl beschissenste LP-Projekt, was ich jemals in meiner gesamten Lebenszeit je gemacht habe. Aber ja gut, bis zum nächsten Mal und ciao Leute, macht's gut. Tschüss.